Finden die Impfstoffe breite Akzeptanz, können wir die Pandemie beenden und für ein Maß an Immunität sorgen, das eine Rückkehr der Infektion verhindert. Millionen Menschen krempelten die Ärmel hoch, um zum Ende der Pandemie beizutragen. Aber für manche Menschen lief es nicht wie erwartet. Es wurde so schlimm, dass ich keine Luft mehr bekam. Mein Herz schlug ganz wild. Ein Polizist versuchte, ihn wiederzubeleben. Ich war fassungslos. Ich war von den Wangen abwärts gelähmt. 6 Wochen hing er am Lebenserhaltungssystem. Ich habe keine Idee, was da vor sich geht. Hilfe konnte ich keine finden. André, geht es dir gut? Ja, ich habe nur gerade einen Vorfall. Ich kann meinen Kopf nicht aufrecht halten, deshalb dieser Kragen. Ich möchte bloß tun, was nötig ist, um die Schäden zu begrenzen und mich vielleicht wieder zu erholen. Schwere Reaktionen auf die Impfung seien selten, hat man uns gesagt. Für die Betroffenen ist das nur ein kleiner Trost. Sie seien von allen im Stich gelassen worden, sagen sie. Nur eine kleine Gruppe von Ärzten war mutig genug zu sagen, dass wir es mit einer neuen Krankheit zu tun haben. Impfschäden. Es handelt sich um eine Tragödie von beispiellosem Ausmaß. Aber die Bundesregierung und Behörden tun so, als sei alles in bester Ordnung. Diese Krankheit verdient viel mehr Aufmerksamkeit. Was das Thema Covid-19-Impfungen anbelangt, gibt es immer noch sehr unterschiedliche Meinungen. Ich wollte wissen, warum einige Ärzte von einer Krise sprechen, was Impfschäden angeht, während andere nicht das geringste Problem erkennen können. Was bedeutet es, einen Impfschaden zu haben? Ich machte mich auf die Suche nach Antworten und wollte dabei mit so vielen Menschen wie möglich sprechen. Jeden Sonntag lege ich alle trockenen Nahrungsergänzungsmittel, die Pulver und die Pillen in Behälter, die mit Montag bis Sonntag beschriftet sind. Und morgens gebe ich dann die Rezeptur plus die Dinge für den jeweiligen Tag in den Mixer und vermische alles. Anschließend gebe ich alles in ihren Infusionsbeutel, den sie mit der Pumpe verwendet. Und auf diese Weise hat sie frische Nahrung für den Tag. Geht's dir gut? Mhm. Wo ist die? Zum Glück kann ich von zu Hause arbeiten. Jemand muss ja für Maddie hier sein, mit ihr ins Bad gehen, ihr beim Aufstehen helfen, mit ihr spazieren gehen, solche Dinge. Und einfach Zeit mit ihr verbringen, denn ihr Freundeskreis ist geschrumpft. Vor allem aber möchte ich emotional für sie da sein. Insofern sind sie und ich den ganzen Tag zusammen. Ich war nicht reich, aber mit dem wenigen, was ich hatte, kam ich mir reich vor. Tatsächlich fühlte ich mich wie ein Millionär, denn wir hatten unser Haus. Ich hatte unseren Sohn. Er hat mir alles bedeutet. Als ich den Impfstoff von Moderna genommen habe, war ich unsicher. Ich sagte, wenn etwas geschehen sollte, dann bitte mir. Aber ich hatte überhaupt keine Reaktion, gar nichts. Insofern war ich damals ziemlich zuversichtlich. Pfizer erklärte, es sei für Jugendliche unbedenklich. Und er sagte, kein Thema, Dad, los geht's. Auch er war sehr zuversichtlich, also gingen wir. Und wie gesagt, keine Nebenwirkungen, gar nichts. 5 Tage später klopfte ein Nachbar an und bot an, die Jungs mit zum Essen zu nehmen und Basketball mit ihnen zu spielen. Ich umarmte ihn und gab ihm einen Kuss. Ich steckte ihm Geld zu und sagte ihm, er solle sich benehmen. Wenn er etwas brauche, solle er mich anrufen. Wie hätte ich ahnen sollen, dass es das letzte Gespräch mit meinem Sohn sein würde? Today I want to update you on the next stage of this momentous medical initiative. It's called Operation Warp Speed.
Its objective is to finish developing and then to manufacture and distribute a proven coronavirus vaccine as fast as possible. Again, we'd love to see if we could do it prior to the end of the year. Die Entwicklung eines Impfstoffs dauert durchschnittlich 10 Jahre. Für Warp Speed war es erforderlich, die üblichen Prozesse auf wenige Monate zu reduzieren. Dafür war es notwendig, jede einzelne Entwicklungsphase zu verkürzen und die Schritte nicht nacheinander, sondern parallel durchzuführen. Normalerweise werden Studien phasenweise durchgeführt, damit die Wissenschaftler alle Tests vornehmen und die Sicherheit gewährleisten können, sodass man sich immer größeren Bevölkerungsgruppen zuwenden kann. In diesem Fall war das nicht der Fall. Maddie war ständig draußen. Sie war ein Naturmädchen. Sie turnte, sie spielte Volleyball, war ständig in Bewegung. Waren wir im Laden, schlug sie ein Rad. TikTok-Tänze. So, was hat sie dazu bewogen, an der Impfstoffstudie teilzunehmen? Freunde meines Bruders sprachen davon. Dann wollte mein Bruder sich dafür melden. Und dann hatte man dadurch ja auch Vorteile. Ich hielt das damals für eine gute Sache. Was zum Beispiel? Nun, natürlich würde ich zu den Ersten gehören und ich würde helfen. Und man bekommt auch Geld, auch wenn das nicht sehr viel ist. Unsere 3 Kinder nahmen alle an der Studie teil. Unser mittlerer Sohn Lukas bekam letztlich das Placebo. Gabe erhielt 1 Dosis und die 2. nicht mehr, weil er an Covid erkrankte. Und Maddie bekam 2 Dosen. Arzneimittelfirmen lagern ihre klinische Forschung größtenteils aus. So erhielt Ventavia den Auftrag, die Studien zum Covid-19-Impfstoff von Pfizer durchzuführen. Weil das eine Menge Arbeit war, benötigte Ventavia zusätzliche Hilfe und holte sich Brooke Jackson dazu, die viel Erfahrung mit klinischen Studien hat. Sie sollte an 2 Pfizer-Standorten im Großraum Dallas die Qualitätskontrolle gewährleisten. Jackson erklärte mir, dass ihr vom ersten Tag an enorme Probleme auffielen. Sie führte dies auf das ungewöhnliche Tempo zurück, mit dem alles ablief. Pfizer selbst setzte sie unter Druck, mehr und immer mehr Probanden aufzunehmen. Ich musste sie auf sehr viele Schwierigkeiten hinweisen. Ich habe fast 20 Jahre Berufserfahrung, aber eine klinische Studie wie diese habe ich nie zuvor erlebt. Jackson sagt, was sie sah, gefährde die Belastbarkeit der Daten und die Sicherheit der Patienten. Als erstes prüfe ich die Einverständniserklärungen. Ich schaue mir die Unterschrift auf der einen Seite und die auf der nächsten Seite an und sie passen nicht zueinander. Da, wo der Hauptuntersuchungsleiter unterschreiben muss, fehlt die Unterschrift. Es hatte keine körperliche Untersuchung gegeben. Als Prüferin bin ich dafür ausgebildet, auf Wiederholungen von Daten zu achten. Ich erkenne also anhand des Bearbeitungsprotokolls des Labors, dass die zuständige Person keine große Forschungserfahrung hat. Ich schaue hier bei 30 Minuten und bei allen Patienten ist das Blut 30 Minuten lang geronnen. Laut Pfizer-Protokoll kann der Wert irgendwo zwischen 30 und 90 Minuten liegen. Diese Daten sind also verfälscht. Diese Daten sind betrügerisch. Wir haben die Temperatur des Vakzins nicht überwacht. Die Temperatur musste mindestens 70 Grad minus betragen. Ich ging sofort zu meinen Vorgesetzten und sagte, das ist ein sehr, sehr ernstes Problem. Wenn die FDA das erfährt oder eine Inspektion durchführt, machen die uns dicht. Bei meinen nächsten dringenden Bedenken ging es darum, dass alle Personen, die von Juli bis Mitte September 2020 an der Studie beteiligt gewesen waren, darüber informiert worden waren, welche Behandlung sie erhalten hatten. Das Personal der Anlage wusste, welche Patienten ein Placebo erhalten hatten und welche den eigentlichen Impfstoff. Das war ein direkter Verstoß gegen das Protokoll von Pfizer. Die Aufnahme weiterer Teilnehmer hätte unterbrochen werden müssen und wir hätten Pfizer informieren müssen. Was Ventavir stattdessen tun wollte, war Pfizer zu belügen. Sie wollten sich die Unterlagen von allen vornehmen, die Hinweise auf eine Randomisierung entfernen und die Beweise vernichten. Das ist ein Zitat von Christy Raney, einer der Eigentümerinnen des Unternehmens. Sie wollte eine Unterbrechung bei den Neuaufnahmen. Lasst es aussehen, als sei das keine große Sache. Ich würde nichts Negatives sagen. Ich würde dabei bleiben, dass wir in einer perfekten Situation sind und dass wir verantwortungsvoll handeln. Auch die Person, die dafür zuständig war, unsere Patienten zu impfen, war völlig unterqualifiziert. Sie verfügte über keinerlei medizinische Ausbildung
Und bevor sie zu Ventavia kam, arbeitete sie in einem Restaurant. Und diese Person war verantwortlich dafür, den Impfstoff vorzubereiten und ihn zu verabreichen. Einer meiner wichtigsten Entdeckungen: unerwünschte Nebenwirkungen wurden nicht gemeldet, darunter auch einige schwere Fälle. Sie stieg aus dem Bus und schrie vor Schmerzen. Sie schrie. Sie beugte sich vornüber und hielt sich den Rücken. Maddie, was ist denn los? Mir platzt das Herz in der Brust. Er rief mich bei der Arbeit an und sagte, Maddie reagiert auf den Impfstoff. Ich rief bei der Nummer zur Studie an und wartete auf deren Rückruf. Und im Hintergrund höre ich sie brüllen. Ihre Finger waren weiß und ganz kalt. Ihre Zehen auch. Sie ging auf den Fersen, weil die Zehen so stark schmerzten. Sie sagte, Blitze würden ihr durch das Rückgrat fahren. Sie hatte ganz starke Kopfschmerzen, heftige Bauchschmerzen. Seit über 3 Jahrzehnten bin ich klinischer Prüfer. Ich führe eigenständig Forschungsarbeiten durch, werde in Lenkungsausschüsse berufen oder einen Exekutivausschuss oder zum Hauptuntersuchungsleiter. Was Sie beschreiben, ist eine plötzliche und unerwartete schwere Nebenwirkung. Innerhalb von 24 Stunden muss nun jeder einzelne Prüfungsausschuss, der Auftraggeber und sämtliche Prüfer, alle müssen davon in Kenntnis gesetzt werden, denn es trat unerwartet auf. Sie suchte 9-mal die Notaufnahme auf und wurde 3-mal stationär aufgenommen, für insgesamt 63 Tage. Maddie erlitt 35 negative Nebenwirkungen. Im Anhang zur Notfallzulassung wurden Maddies Nebenwirkungen auf 5 Zeilen reduziert, die angeblich als funktionelle Bauchschmerzen diagnostiziert wurden. Bauchschmerzen. Wenn Ihr Kind Bauchschmerzen hat, landet es dann im Rollstuhl? Müssen Sie Ihr Kind mit einer Sonde ernähren? Does your child's stomach ache require a feeding tube? Ich habe eine kurze Frage. Natürlich haben wir den CEO von Pfizer und einen anderen Vertreter Pfizers eingeladen. Erschienen ist niemand. Pfizer muss ja wissen, dass es sie gibt. Hat man sie kontaktiert? Weder Pfizer noch die Zulassungsbehörde FDA noch die Gesundheitsbehörde CDC haben je mit uns gesprochen oder es auch nur versucht. Wir haben niemals auch nur von einem von ihnen gehört. Ich weiß nicht, wie man zulassen kann, dass ein Kind leidet und möglicherweise sogar stirbt. Das kann ich einfach nicht begreifen. Ich hatte gedacht, sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass etwas passiert, dann ist es doch am besten, wenn es während der Studie geschieht, denn da erhält man die beste Versorgung. Ich hatte nicht geglaubt, dass etwas passieren wird, aber so ist es leider nicht gewesen. Ich habe versucht, meine Erkenntnisse meinen Vorgesetzten bei Ventavia vorzulegen, nachdem ich mich an Pfizer direkt gewandt hatte. Schließlich bin ich mit den Informationen zu FDA gegangen. Kaum hatte ich den Senden-Knopf gedrückt, überkam mich sofort ein Gefühl der Erleichterung. Okay, dachte ich, jetzt unternimmt jemand etwas. Es geschah tatsächlich etwas. Ungefähr 6 Stunden später war ich meinen Job los. In den folgenden Monaten wurden die Impfungen auf Schwangere ausgeweitet und auf unsere Kinder. Es kam die Impfpflicht für unser Militär, unsere Ersthelfer, unser Pflegepersonal. Und ich verspürte ein starkes Gefühl der Schuld. Ich war deprimiert. Ich war traurig. Ich erfuhr von Personen, die Impfschäden erlitten. Ich habe die Dokumente in meiner Hand, Pfizers interne Unterlagen, die interne Kommunikation meines Unternehmens. Sie haben auch an Moderna gearbeitet, Novavax. Ich habe die Daten gesehen und sie sehen überall gleich aus. Ich dachte, was ich brauche, ist ein wissenschaftlich denkender Kopf, der sich die Daten vornimmt. Ich ging mit den Infos zum British Medical Journal. Der Herausgeber stellte einen Kontakt zu einem Enthüllungsjournalisten her und wir haben 1,5 Monate oder länger die Beweise gesichtet und uns diese stundenlangen Aufnahmen angehört. Ich hätte damit gerechnet, dass sie viel Aufmerksamkeit erhalten wird, dass Pfizer ins Rampenlicht rückt und die Art und Weise, wie diese Studien durchgeführt werden. Ganz offenkundig kam es nicht so. Stattdessen zensierten die Faktenchecker bei Facebook wegen fehlendem Kontext und schränkten die Möglichkeiten ein, den Artikel zu teilen.
Am 11. Dezember 2020 gab die FDA grünes Licht. Pfizer-Covid-19-Impfstoff wurde für die Notfallanwendung zugelassen. Modernes Impfstoff folgte eine Woche später. Wenn keine angemessenen, zugelassenen und verfügbaren Optionen gegeben sind, kann die FDA in bestimmten Fällen eine sogenannte EUA erteilen, eine Notfallzulassung, die einen rascheren Zugang zu Arzneimitteln, diagnostischen Tests oder anderen zentralen medizinischen Produkten ermöglicht, die während einer Notfallsituation von Nutzen sein können. Erinnern wir uns, wie es im März 2020 um den Behandlungsstandard bestellt war. Es gab keinen. Gesundheitsbehörden und WHO sagten, es gebe keine spezielle Behandlung. Es ging um unterstützende Pflege. Wer nicht atmen konnte, wurde intubiert, an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen und ist dann gestorben. Eine Reihe Kollegen und ich sagten uns, setzen wir uns doch hin und entwickeln ein Behandlungsprotokoll. Wir waren Mediziner, die am Patienten arbeiten. Was wir uns an Medikamenten überlegten, war sehr durchdacht und rettete Leben. Es war eine fundierte Alternative für Menschen, die nach einer Alternative suchten. Aber wie Sie wissen, wurde sie verboten. Die EUA-Prozesse sind anders als bei einer vollständigen Zulassung dieser Produkte, denn in einigen Notfällen können wir schlicht nicht warten, bis sämtliche Bedingungen erfüllt sind, die es für eine vollständige FDA-Zulassung braucht. Stattdessen bewertet die FDA die Optionen sehr rasch anhand der verfügbaren Fakten und wägt dabei sorgfältig die bekannten oder möglichen Risiken dieser unerprobten Produkte gegen alle bekannten oder möglichen Nutzen ab, die es mit sich brächte, der Allgemeinheit dieses Produkt während eines Notfalls zur Verfügung zu stellen. Das ist der enorme Unterschied zwischen Vakzinen und Medikamenten. Medikamente gibt man üblicherweise einer Person, die bereits erkrankt ist. Einen Impfstoff verabreicht man Menschen, die nicht krank sind. Man gibt ihn prophylaktisch. Dr. Robert Malone ist ein Pionier der mRNA-Impftechnologie. Er hat mehr als 3 Jahrzehnte lang Impfstoffe entwickelt und erforscht. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis ist bei einem Vakzin ganz anders. Denn nur eine Untergruppe dieser Personen wird tatsächlich ernsthaft erkranken. Breaking news. Pharmaceutical giant Pfizer just announced moments ago that its coronavirus vaccine is 95% effective in trials. Food and Drug Administration just approved this for an emergency use authorization that appears to be 95% effective. It tested more than 43,000 people. Incredible efficacy, 95% for this vaccine blew us out of the water in terms of our expectations. And it has now passed the gold standard of safety. We will have started distributing millions of doses of safe and effective vaccine to begin protecting our most vulnerable across America. 95% klingt beeindruckend, aber war es irreführend? Für die meisten von uns klingt es doch so. Wir impften 100 Menschen und 5 davon bekommen trotzdem Covid. Aber das bedeutet es gar nicht, sondern vielmehr. Aus der gesamten Studiengruppe bei Pfizer mit etwa 44.000 Probanden erkrankte ein Bruchteil an Covid. 162 in der Placebo-Gruppe und 8 in der Gruppe der Geimpften. Wenn man diese beiden Gruppen vergleicht, war die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu erkranken, bei den Geimpften um 95% geringer. Also wurde das Vakzin als zu 95% wirksam beworben. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Weitere 3.410 Probanden entwickelten ebenfalls Symptome, wurden aber negativ auf Covid getestet. Also schloss Pfizer sie aus. Doch wir wissen, dass PCR-Tests auf Covid-19 häufig falsch sind. Untersuchungen zufolge machen falsch negative Ergebnisse 54% aus, 20-66%, 67%, insbesondere wenn wie hier im vorliegenden Fall sofort beim Auftreten von Symptomen gemessen wird. Hätte man diese Fälle mitgerechnet, wäre die Wirksamkeit des Impfstoffs auf 19% gefallen, weit weniger als die 50%, die die FDA verlangt. Die Impfstoffe wären nicht zugelassen worden. I'm announcing tonight a new plan to require more Americans to be vaccinated to combat those blocking public health. President Biden issuing his most aggressive COVID vaccine effort to date. And the new mandate affects 84 million private sector workers. Ich war 6 oder 7, als ich beschloss, dass ich fliegen möchte. Begann eine Pilotenausbildung in der Air Force. Letztendlich war ich 31, fast 32 Jahre lang kommerzieller Pilot. Ich wurde geimpft, weil es Pflicht war, das war Teil meines Arbeitsvertrags. Ohne Wenn und Aber, es wurde von oben angeordnet, nachdem Präsident Biden es verpflichtend für Unternehmen machte, die für den Staat arbeiten. Ich habe das für und wieder abgewogen und darüber nachgedacht, mich zu weigern, aber ich bin der einzige Verdiener in unserer Familie. Das ist der Feind, den du zerstören willst. Schön, so ist es gut. Los,
Ich wurde eingesetzt als Verbindungsmann zwischen dem Militär in Texas und der Covid-Taskforce von Governor Abbott. Ich war bei der Operation Lone Star an der texanisch-mexikanischen Grenze entlang des Rio Grande. Unsere Truppen, ich sorge für ihre Gesundheit, indem ich mit Betadin, Desinfektionsmittel und Kochsalzlösung Nasenabstriche vornehme. Wir tun das, wofür ich als Militärchirurg an Orten wie Afrika und Südostasien ausgebildet wurde. Wir leisten gute medizinische Arbeit und niemand wird krank. Am 24. August änderten sie alles. Bis dahin hatte man die Impfungen und bot sie an. Nun wurden sie Pflicht. Mir fiel auf, dass Soldaten mit Stechen in der Brust auf die Krankenstation kamen, mit Atemnot, mit Symptomen wie bei einem Schlaganfall. Und dann mussten wir Soldaten ins Krankenhaus einliefern. Der erste war ein 27-Jähriger mit Myokarditis und Perikarditis. Ich hatte in meiner Laufbahn bis dahin einen Herzinfarkt miterlebt, aber inzwischen sehen wir sie regelmäßig. Normal ist das nicht. Es war ein wirklich merkwürdiges Gefühl, ein ganz ungewöhnlicher Schmerz, der wie aus dem Nichts kam. Ich sagte, aua, ich habe mir etwas gezerrt oder einen Muskel geklemmt. Das fühlt sich wirklich komisch an. Wir landeten und rollten zum Gate. Ich stand auf und nahm mein Gepäck, um das Flugzeug zu verlassen. Dann brach ich zusammen. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Ganz plötzlich, ohne Vorwarnung, ohne Vorzeichen, nichts. Einfach K.O. Zum Glück hatten wir einen Sanitäter der Marine und eine Krankenschwester mit an Bord des Flugzeugs. Sie eilten mir sofort zu Hilfe. Sie leiteten eine Herzdruckmassage ein, weil ich keinen Herzschlag hatte und nicht atmete. Sanitäter waren glücklicherweise ohnehin in der Nähe, weil bei einem Flugzeug in der Nähe ein Rauchalarm angegangen war. Ich erhielt 3 Stöße mit dem Defibrator. Am nächsten Tag wachte ich auf der Intensivstation auf und fragte mich, was gerade geschehen war. Was wäre geschehen, wenn Sie 10 Minuten früher einen Herzstillstand erlitten hätten? Dann würden wir dieses Gespräch nicht führen. Hilfe wäre nicht rechtzeitig gekommen? Nein, auf keinen Fall. Die Impfpflicht wurde so begründet: Impfung holen, Ausbreitung stoppen und dafür sorgen, dass alle sicher sind. The vaccines work well enough that the virus stops with every vaccinated person. Anders formuliert, man wird zur Sackgasse für das Virus. Vaccinated people do not carry the virus, don't get sick. You're okay. You're not gonna get COVID if you have these vaccinations. Wie sich herausstellte, wurde bei den klinischen Studien nicht einmal kontrolliert, ob die Impfstoffe überhaupt eine Übertragung verhindern. Wurde der Covid-Impfstoff von Pfizer darauf getestet, ob er die Übertragung des Virus verhindert, bevor er auf den Markt kam? Nein. Diese, wissen Sie, wir mussten wirklich mit der Geschwindigkeit der Wissenschaft mithalten, um zu verstehen, was auf dem Markt vor sich geht. Unter diesem Aspekt mussten wir Risiken eingehen. Als die Regierung uns sagte, Geimpfte könnten es nicht übertragen, war das eine Lüge oder war das geraten? Oder läuft es auf dasselbe hinaus? Ich glaube, es war die Hoffnung, der Impfstoff würde auf diese Weise funktionieren. Man sollte nicht auf Grundlage von Hoffnungen Entscheidungen treffen, die buchstäblich das Leben von Milliarden und Abermilliarden Menschen beeinflussen. Wir wissen nun also, dass die Sicherheit nicht angemessen überprüft wurde. Und wir wissen weiter, dass sie die Wirksamkeit oder Effizienz des Produkts nicht ausreichend testeten. Das sind die beiden Stränge der klinischen Forschung, Sicherheit und Wirksamkeit. Vom Start weg haben wir nicht die Bedingungen erreicht, die normalerweise erreicht werden müssen, um voranzuschreiten. Also hatten wir eine qualifizierte Zustimmung? Die Antwort lautet nein. Eine qualifizierte Zustimmung ist die Grundlage für jedes medizinische Verfahren. Die Patienten haben das Recht, die Risiken und den Nutzen zu verstehen. Bei einer Notfallzulassung ist die Zustimmung Pflicht, führt kein Weg dran vorbei. Das ist die Vorschrift bei der Armee. Hier haben wir die Vorgabe für die qualifizierte Zustimmung, mit der ich an der Grenze arbeite. Da steht es, gleich dort. Abschnitt 8, Absatz 5, 8.5. Vorgabe der FDA bei EUA. Ein uneingeschränktes Einhalten dieser Bedingung ist unabdingbar. Und wenn ich denen das sagte, sagten sie bloß, lass sie den Beipackzettel lesen. Haben sie mal eine Schachtel von Pfizer oder Moderna geöffnet? Da liegt ein Infoblatt bei, das ist in etwa so groß. Eine typische Packungsbeilage sieht so aus. Da stehen sehr viele Informationen drauf, was unerwünschte Nebenwirkungen anbelangt. Vor einigen Monaten habe ich mir also den Beipackzettel angesehen. Ich habe ihn aus der Verpackung eines mRNA-Produkts gezogen. Er war versiegelt, so wie der hier. Und dann habe ich ihn herausgezogen. So sieht er aus. Ich möchte Ihnen das zeigen. Er ist leer. Da steht vorsätzlich leer drauf. Genau. Wie kann ich Eltern zu einem qualifizierten Urteil verhelfen, wenn das hier alles ist, was ich habe?
Ein 2-Sterne-General an der Grenze sagt zu mir, Sie holen doch die Zustimmung ein. Nicht genügend Menschen lassen sich impfen. Ich bin sprachlos. Ich führte eine Risikoklassifikation durch, wie wir das in der Medizin schon seit einer Weile tun. Man sagt den Leuten, ihr fallt in diese Kategorie, ihr braucht das nicht. Okay, ihr 5 von den 3000, ihr könntet das vielleicht benötigen. Ich schaue hinüber zu meinen Mitarbeitern und sie sagen, Sir, wir hatten hier 3000 Leute an der Grenze und diese Aufklärungsgespräche, die Sie führen, ich glaube, bislang haben die erst 6 Leute unterschrieben. Und ich antworte, gut, es ist doch Ihre Entscheidung. Ich zeige Ihnen die Vor- und die Nachteile auf. Man überprüfte mein Aufklärungsgespräch, kam dann wieder und sagte, wir machen das künftig selbst. Wir schicken unsere eigenen Leute. Man zog mich von der Aufgabe ab und schließlich auch von der Grenze. Der Chirurg, der mir damals so zugesetzt hat, der mich an der Grenze feuern ließ, ist inzwischen in Pension. Er hat mir einen Brief geschrieben. Doc, es tut mir wirklich leid, wie es Ihnen an der Grenze ergangen ist. Ich stand auf Ihrer Seite, aber ich hatte die Generäle am Hals und ich musste tun, was ich tun musste. Ich hatte meine Befehle. Und das ist wirklich erschreckend, denn wenn ein Befehl gegen das Gesetz verstößt, dann sollte man ihn verweigern. Bitte heben Sie die Hand, wenn Sie diesen Punkt mit Ja beantworten. Ich bin nicht ausreichend informiert worden, was die möglichen Risiken des Impfstoffs angeht. For 17 Jahre lang war ich Stationsschwester für eine große Abteilung mit Pädiatrie, Intensivstation für Neugeborene, Kreissaal, vor- und nachgeburtlicher Betreuung. Ich war auch Teil des Traumateams. Als man uns erklärte, wir müssten das tun, um die Pandemie zu beenden und die Patienten zu schützen, unsere Liebsten und unsere Familien zu schützen, da wusste ich, ich muss das tun. Bedenken hatte ich keine. Gerüchte gingen um, dass eine Impfpflicht nur eine Frage der Zeit sei und ich würde Gefahr laufen, meinen Job zu verlieren, mein Einkommen als Physiotherapeut. Also ließ ich mich gleich am Anfang impfen. Ich war eine sehr fleißige Studentin, 10 Stunden täglich im Unterricht. Zusätzlich leistete ich Freiwilligenarbeit in einem Krankenhaus. Sie bettelten darum, dass Leute sich freiwillig melden und auf den Covid-Stationen aushelfen. Aber ich fühlte mich nicht wohl damit, dort zu arbeiten, ohne geimpft zu sein. Für mich war es meine eigene Entscheidung. Ich verließ die Teststation und fuhr mit meinem Wagen fort. Und nach 12 Minuten veränderte sich mein Leben auf drastische Weise. Ich weiß nur noch, dass mein ganzer Körper warm und taub wurde. Ich begann unkontrolliert zu zittern. Ich hatte sofort Probleme, Luft zu bekommen. Meine Symptome entwickelten sich in einem verrückten Tempo. Bei einem Arzttermin hatte ich etwas, was nach entzündetem Handgelenk aussah. Beim nächsten Termin war ich bis zum Rücken hinauf taub. Da sagte der Arzt zum ersten Mal, Ihre Probleme gehen weit über Ihr Handgelenk hinaus. Sie müssen Ihr Gehirn kontrollieren lassen. Am nächsten Tag war mein rechtes Bein gelähmt. 7 Tage nach der Impfung ging es mir so schlecht, dass ich künstlich beatmet werden musste, um weiterhin Luft zu bekommen. Und so hat das alles begonnen. Über 80% der unerwünschten Nebenwirkungen sind neurologischer Natur. Und das macht es zu einer derart verheerenden Krankheit. Mit über 500 begutachteten Arbeiten ist Dr. Paul Myrick der weltweit zweitmeist veröffentlichte Intensivmediziner. Dr. Pierre Corey leitet die Intensivmedizin am Krankenhaus der Universität von Wisconsin. Im März 2020 gründeten die beiden Frontline COVID-19 Critical Care Alliance, um Behandlungs- und Präventionsmaßnahmen für Covid zu entwickeln. Ihre Arbeit verlagerte sich dann auf die Betreuung von Covid-19-Impfschäden, denn sowohl die Probleme bei Long-Covid als auch bei Impfschäden gehen auf dieselbe Sache zurück. Giftigkeit des Spike-Proteins. Dieses Protein ist ein Teil des Virus und der Körper produziert es nach der Impfung. Wir wissen, dass das Spike-Protein eine dauerhafte Entzündung von Immunzellen auslösen kann. Diese Entzündung veranlasst die Immunzellen aktiv zu werden und Reparaturmaßnahmen einzuleiten. Und manchmal schießt die Entzündung über. Dann haben wir es mit einer sogenannten peripheren Neuropathie zu tun, bei der der Körper Antikörper gegen Nervenzellen bildet. Das geht mit furchtbarem, stechendem Schmerz einher. Parästhesien, Taubheitsgefühl in den Beinen, starke Schmerzen, brennende Schmerzen, die zu enormen Einschränkungen führen können.
Das Ganze ist furchtbar komplex. Jedes einzelne Organ ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Das größte Feld ist die Nervenentzündung. All die unterschiedlichen Mechanismen und ihre Auswirkungen auf das Gehirn, das Herz und Myokarditis, die Eingeweide. Ich sehe bei vielen meiner Patienten jede Menge Störungen von Magen und Darm. Sie vertragen bestimmte Nahrungsmittel nicht mehr und entwickeln neue Unverträglichkeiten. Es gibt kein Organsystem, das nicht betroffen war. Tinnitus, Schwindel, Schwächeanfälle, Verlust des Hörvermögens, Verlust der Sehkraft. Es hört nicht auf. Sie war 3 Tage lang im Krankenhaus und sie schickten Psychologen, nicht einen Haufen Ärzte. Und sie schrieben funktionelle neurologische Erkrankung in ihre Akte. Und was genau bedeutet das? Dass es im Kopf ist. Ja, im Kopf. Es ist ein Softwareproblem, kein Hardwareproblem. Denn sie sagten, sie könnten kein Problem entdecken. Und dabei hatten sie nur eine einzige Untersuchung vorgenommen. Und das war ein MRT ihrer Wirbelsäule, wo noch nie eine Reaktion beobachtet wurde. Keine Lumbalpunktion, kein EMG, keine Stanzbiopsie, obwohl sie von der Hüfte abwärts nichts spürte. Eines Nachts blähte sich ihr Magen auf wie ein Ballon. Er war gewaltig. Er blähte sich auf und sie begann sich sehr heftig zu erbrechen. Wir suchten ein nahegelegenes Krankenhaus auf und natürlich sahen sie in der Akte die Diagnose neurologische Störung. Und sie behandelten sie, als sei sie verrückt. Sie gingen geradezu aggressiv mit ihr um. Sie haben mich praktisch angeschrien. Es ist der Hammer, was die für Psychospielchen mit einem spielen. Und sie überzeugten mich, wenn sie die Diagnose nicht glauben, wird es ihr niemals besser gehen. Und das ist die andere enorme Ungerechtigkeit der Impfopfer. Denn Diagnosen wie Angstzustände und funktionelle neurologische Störungen kommen deshalb so häufig vor, weil die Tests so oft normal ausfallen oder nur minimal abweichen, aber keinesfalls stark genug, um die Symptome erklären zu können. Insbesondere die bildgebenden Verfahren, MRT, Tomographie, Röntgen, normal, normal, normal. Und die Patienten sind schwer krank. Und das besiegelt das Schicksal der Impfgeschädigten noch weiter, denn es ist unwahrscheinlich, dass man ihnen Glauben schenkt. Nachdem alle Tests durchgeführt worden waren, bin ich zurück zu diesem Neurologen. Und er sagte, meine Ergebnisse seien alle in Ordnung. Ich habe schlicht eine Psychose. Er dachte, es liege vielleicht daran, dass ich Jungsprobleme habe. Vielleicht missbraucht deine Mutter dich und du erzählst es mir noch nicht. Oh, jetzt weiß ich. Es liegt daran, dass du völlig gestresst bist. Du lernst für die medizinische Hochschule. Was lässt dich glauben, du könntest Arzt werden? Sie sagen meinen Patienten sehr unangenehme und grobe Dinge. Ich denke, sie delegitimieren den Patienten automatisch, denn Impfschäden sind für sie nichts Reales. My neurologist said, oh, I don't want to hear that you had the vaccine. I don't want to hear anything about that. Within 2 days of my vaccine, I had visited 7 emergency rooms. To be dismissed by every single one of them, being told it was anxiety in my head, conversion disorder, functional neurological disorder, given psycho meds, anti-psych meds. Nobody wants to hear that something bad is going on. I think if people look, you can unsee. Wenn ich morgens aufwache, weiß ich nie, wie ich mich fühlen werde. Wird es ein guter Tag? Wird es ein schlechter Tag? Wir versuchen, so viel wie möglich über diese Krankheit und alle ihre Spielarten in Erfahrung zu bringen. Was ich weiß und was ich wissen möchte, sind 2 Paar Schuhe. Wir haben keine guten Biomarker oder Labortests, die mir verraten, welche Mittel ich einsetzen sollte. Nichts ist bewiesen. Es findet nur sehr wenig Forschung statt. Also vermittle ich Ihnen, dass ich mein Bestes gebe. Ich brauche nicht Ihr Mitgefühl, aber was ich brauche, ist Ihr Vertrauen. Sie klingen gut. Fangen wir damit an. Ja. Sie klingen besser als beim letzten Mal. Da war Ihre Stimme schwach und es ging Ihnen nicht gut. Nein. Und seitdem ist sehr viel passiert. Richtig. Das war nach dem ersten Mal im Krankenhaus. Danach ging es mir zunächst besser und dann ging es richtig bergab. Aktuell, Niki, haben Sie eine PEG-Sonde, einen Luftröhrenschnitt, einen Blasenstamm, keinen Katheter? Ich habe noch einen suprapubischen Katheter. Wie geht es Ihnen mit Stehen und Gehen? In erster Linie nutze ich den Rollstuhl.
Wir haben mit dieser wirklich interessanten Medikation begonnen. Es gibt eine gute Fallstudie und diese Medizin scheint Menschen zu helfen, die viele ihrer neurologischen Symptome teilen. Ich möchte noch etwas darüber nachdenken, ob das etwas für Sie ist. Ich will nicht zu viel versprechen, aber ich denke, es könnte dazu beitragen, einige Ihrer Symptome zu lindern, denn Ihre Symptome sind so stark neurologischer Natur. Der Neurologe hilft mir nicht. Das ist einer der schlimmsten Fälle. Ich habe sie pro bono übernommen und versucht, ihr zu helfen. Was sie nach der Impfung für Probleme bekam, war schlicht verheerend. Sie zählt zu meinen schwierigsten Patientinnen, wenn es darum geht, inwieweit ich ihr helfen konnte. Wenn Sie hören, dass es anderen Menschen besser geht, Ihnen aber nicht, wie fühlen Sie sich da? Es ist frustrierend, denn bei jeder verheißungsvollen Nachricht geht man los und macht sich zu der Behandlung schlau und probiert sie aus. Ist man dann nicht so erfolgreich wie die anderen, raubt es einem wieder die Hoffnung. Und das ist ein mentaler Rückschlag. Sie hat definitiv auf einige Medikamente reagiert, aber deutlich weniger als erhofft. Insofern, wir probieren es weiter. Maddie DeGary teilt viele dieser Krankheiten. Die Familie wurde schließlich einem ganzheitlich arbeitenden Mediziner im weit entfernten Oregon vorgestellt. In ihrer Verzweiflung verbrachte die Familie dort 4 Monate in der Hoffnung, dass sich Besserung einstellt. Wir waren bei 2 ganzheitlichen Ärzten, die ihre Zeit freiwillig zur Verfügung stellten. Wir mieteten eine Wohnung, mein Ehemann blieb mit den Jungs hier und sie kamen zu der Wohnung, in der wir lebten, um IV-Lesungen zu legen und ihre Vitalfunktion zu checken. Dort hat man, sie haben alle Medikamente abgesetzt, die sie einnahm. Sie nahm nichts mehr außer Nahrungsergänzungsmitteln. Und hat das etwas gebracht? Oh ja, es war wie Tag und Nacht. Es ging ihr schlecht, als wir dorthin fuhren. Sagen wir, 10 war dein absolut schlimmster Zustand. Bei welcher Nummer siehst du dich jetzt? Vielleicht um die 6. Eine 6 oder 7. Ich weiß einfach, dass es mir besser gehen wird. Es dauert einfach nur länger, als es mir lieb ist. Meine Nachbarin rief mich panikerfüllt an. Sie sagte, ich solle schnell kommen. Als ich eintraf, luden sie ihn gerade in den Krankenwagen. Ich jagte dem Krankenwagen hinterher. Als ich im Krankenhaus eintraf, arbeiteten sie an ihm. Da war so ein junger Arzt. Er kam nach einigen Minuten heraus und als sei ihm das egal. Sein Gesichtsausdruck brachte mich auf. Er sagte, Ihr Sohn ist tot, Sie können nach Hause fahren. Ich war so wütend. Ich griff mir den Arzt und drückte ihn gegen die Wand. Ich wollte da bloß raus. Ich konnte es einfach nicht glauben. In jener Nacht dachte ich an Selbstmord. Einige Bekannte von mir kamen vorbei. Sie blieben den Großteil der Nacht draußen, um sicherzugehen, dass ich nichts anstelle. Sie kennen mich und sie wussten, wie nah wir uns standen. Laut Autopsiebericht starb der 16-jährige Sohn von Ernest an einem vergrößerten Herzen. In Fällen wie diesen ist von einer Covid-19-Impfung so gut wie nie die Rede. Aber es gibt ein Muster. Bei jedem einzelnen Fall lässt sich argumentieren, dass es einen Auslöser gegeben hat. Deshalb dauerte es auch so lange, eine Verbindung zwischen dem Konsum von Zigarettentabak und Krebs herzustellen. Letztlich brauchte es eine Sammelklage, damit man es anhand der Gesamtzahl beweisen konnte. Aber auf Ebene des Individuums ist es immer schwer nachzuweisen. He got vaccinated on like a Friday and on Sunday he actually Sunday morning at 1 a.m. was on life support. He was diagnosed with myocarditis. Doctors of course would not say it was vax injured, but why would a 6-year-old have myocarditis? My son Sean played hockey his whole life. To continue to play hockey, he had to get a vaccine. He took 1 Pfizer shot and died 33 days later. The cause of death is unascertained. He was perfectly healthy with no underlying conditions, and he just died 33 days later. And here in Canada, they're still pushing the vaccine. They want little children to go get it.
You were super duper today, getting your COVID vaccine, Elmo. That was a little pinch, but that was okay. Ich bin zum Nordpol gereist. Ich bin dorthin und habe den Weihnachtsmann persönlich geimpft. Bei Kindern ist die Erholungsrate nahezu perfekt. Nur sehr wenige Kinder sind einzig an Covid gestorben und darunter praktisch keine gesunden Kinder. Und dennoch genehmigen wir es für Millionen Kleinkinder in unserem Land. Viele Länder in Europa haben unterdessen aufgehört, junge Menschen zu impfen, und zwar schon 8 Monate, bevor Elmo geimpft wurde. Finland has become the latest country to pause the use of the Moderna vaccine. Like Sweden and Denmark have decided to stop using the COVID-19 vaccine. French health authorities advise against the use of the Moderna COVID jab for people under 30 due to the risk of heart inflammation. Die USA sehen dasselbe Risiko, aber die offizielle Empfehlung hat sich deswegen nicht geändert. Jede Person ab 6 Monaten aufwärts sollte sich gegen COVID-19 impfen lassen. 12 to 17 year olds who we're working to vaccinate over the next 4 months, and we can vaccinate 1 million of them, which would be great strides. Over the next 4 months, we could expect 30 to 40 of these mild, self-limited cases of myocarditis. Als Kardiologe kann ich Ihnen sagen, dass das weder mild noch selbstlimitierend ist. Selbstlimitierend würde bedeuten, dass die Krankheit praktisch von allein wieder verschwindet. Das tut sie aber nicht. Das steht außer Zweifel. Myokarditis verläuft bei einigen Kindern tödlich. Was bei Myokarditis ausgesprochen wichtig ist, ist, dass die Kranken keinen Sport treiben dürfen. Der Adrenalinschub kann einen plötzlichen Herzstillstand verursachen. Es gibt 2 Zeitspannen, in denen der Adrenalinspiegel steigt, während Sport und Aktivität und zwischen 3 und 6 Uhr morgens im Verlauf des normalen Schlaf-Wach-Rhythmus. Eine Covid-Atemwegserkrankung ist nicht das große Risiko bei Myokarditis. Aus der Einschätzung der CDC und mittlerweile über 200 Arbeiten wissen wir, dass eine durch Covid-19-Impfstoff verursachte Myokarditis eine große Bedrohung für unsere Kinder darstellt. Steve Kirsch ist ein erfolgreicher Silicon Valley-Unternehmer. Er hat in den vergangenen 2 Jahrzehnten mehrere Millionen in die Medizinforschung gesteckt, damit Krankheiten geheilt werden können. Nachdem der Impfstoff auf den Markt kam, fiel ihm auf, dass etwas verkehrt lief. Eine Freundin hat mich gefragt, ist der Impfstoff sicher? Und ich sagte, warum fragst du? Und sie, 3 meiner Verwandten haben sich impfen lassen. Eine Woche später sind sie alle 3 tot. Und sie waren vorher alle bei bester Gesundheit. Und ich sagte, das kann nicht sein. Und sie, mag sein, aber sie sind tot. Und dann kommt eine Woche später mein Teppichreiniger vorbei. Er trägt eine Maske und ich ziehe ihn deswegen auf. Haben Sie sich nicht impfen lassen? Frage ich. Wenn Sie geimpft sind, müssen Sie doch keine Maske tragen. Und er sagt, ich konnte nur die 1. Impfung bekommen. Und ich sage, warum denn? Warum holen Sie sich nicht die 2. Impfung? Und er sagt, 1 Minute nachdem Sie mich geimpft hatten, bekam ich einen Herzinfarkt. Er erzählte mir, dass sich auch seine Frau hat impfen lassen. Andere Zeit, anderer Ort. Und monatelang konnte sie kein Glas Wasser halten. Ihre Hand zitterte so schlimm, dass sie kein Glas Wasser festhalten konnte. Und da wurde mir ganz deutlich, entweder belügen mich diese Menschen oder das Vakzin ist nicht sicher und wirksam. Viele meiner Freunde sagen, aus meinem Bekanntenkreis ist keiner gestorben. Niemand, den ich kenne, hat einen Impfschaden. Nun, bis ich ihn gefragt habe, wusste ich auch nicht, dass mein Teppichreiniger einen Impfschaden erlitten hat. Erst wenn man sich die Zeit nimmt und sich die Daten direkt ansieht, fällt es auf. Sieht man sich beispielsweise die Daten in der VIRS-Datenbank an, ist es nicht zu erklären. VIRS steht für Vaccine Adverse Reporting System. Und die Daten dort sind zunächst wie eine flache Linie. Aber dann schießen sie ganz plötzlich um mehr als das 100-fache in die Höhe. Und Ärzte erzählen mir, ich praktiziere seit 30 Jahren und musste nie etwas an VIRS melden. Aber dieses Jahr musste ich 25 Meldungen machen. Normalerweise hätte VIRS als Signal ausreichen müssen. Eigentlich hätten Teams von Epidemiologen und medizinischen Forschern ausschwärmen und der Sache auf den Grund gehen müssen. Das war hier ganz offenkundig nicht der Fall. Live im Anschluss. Expertendiskussion mit Viviane Fischer, Tom Lausen und Dr. Johanna Deinert. Abonnenten haben exklusiv die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Jetzt schnell sein und nur für 1 Euro pro Woche Abonnent werden und mitdiskutieren.
Innerhalb von 2 Wochen erlitten 2 meiner Kollegen, beides Ärzte, Impfschäden. Wann immer ich zu einem Herz-MRT da war, erzählten sie mir von all den Schäden, die bei ihnen eintrafen. Ich machte Belastungstests und die Techniker erzählten mir, so viele junge Menschen kommen zu uns mit Herzrasen. Mein MRT-Techniker hat einen Impfschaden erlitten. Insofern war es ziemlich offensichtlich, dass es sich um ein weit verbreitetes Problem handelt und das Krankenhaus wusste, dass etwas im Gange war. Und während all dieser Zeit, bei all den Arztbesuchen und Besuchen in der Notaufnahme, bekamen wir fast jedes Mal etwas zu hören, auch wenn niemand näher darauf eingehen mochte. Aber die erste Frage lautete immer, sind Sie geimpft? Welches Vakzin? Und dann war Stille und es hieß, okay, weiter geht's. Mehrere Krankenschwestern sind gekommen und haben mir zugeraunt, Sie sind nicht die erste Person hier, die auf den Impfstoff reagiert hat. Ich hing an der Lungenmaschine und konnte mich nicht bewegen. Aber ich konnte die Leute reden hören. Und man ist geistig voll da. Man ist einfach in diesem Körper gefangen. Ich erinnere mich, wie die Ärzte ihre Runde machten und jedes einzelne Problem und die ganze Geschichte durchging. Mehrfach hospitalisiert, mehrere Eingriffe. Aber jedes Mal ließen sie außen vor, wie das Ganze begonnen hatte. Ich war geimpft worden und 36 Stunden später gingen die Vorfälle los. Ich steckte da drin und schrie, hey, komm zurück, ihr habt einen wichtigen Teil vergessen. Das ist die Verbindung, behandelt das. Vielleicht könnt ihr mir so helfen. Eine Reihe diverser Symptome zeigt sich auf neuartige und unerklärte Weise. Der Arzt weiß nicht, um was es sich handelt und wie er es behandeln soll. Hi, ich bin Tanja Winter. Ich bin aus Brisbane, Australien. Meine Pfizer-Impfung hat mir schwere Schäden zugefügt. Genauso meine eineigen Zwillingsschwester. Nachdem man meinen Zustand richtig diagnostiziert hatte, bin ich zurück zu meinem Hausarzt und habe ihm die Diagnose genannt. Und er sagt, oh, ich wusste gar nicht, dass man das durch die Impfung bekommen kann. Ich habe etwa 5 Patienten, denen es genauso geht. Wenn die Behörden also nicht die Ärzte davon in Kenntnis setzen, wie die Nebenwirkungen in Wirklichkeit aussehen, dann heißt das, dass Menschen ohne Diagnose bleiben. Und dass sie nicht die Behandlung bekommen, die sie eigentlich bekommen sollten. Ich weiß nicht, inwieweit man in dieser Situation den einzelnen Ärzten Schuld geben kann. Denn es hängt davon ab, wie viel. Ich finde ihr Verhalten extrem schädlich für die einzelne Person und für die öffentliche Gesundheit. Allerdings geht ihr Verhalten darauf zurück, dass man sie angelogen hat. Einige wussten es, aber viele von ihnen wussten es nicht, dass sie angelogen wurden. Ich glaube, auch der Angstfaktor hat eine Rolle gespielt. Möglicherweise haben sie geahnt, dass etwas nicht stimmt, dass etwas nicht richtig ist. Aber sie haben Angst um ihre Karriere, denn wir wissen, wie die Behörden und die Ärztekammern mit Leuten umgesprungen sind, die sich gegen das Narrativ gestellt haben. Ärzte haben ihre Lizenz verloren. Das ist natürlich hart für einen Arzt. Ohne Lizenz ist die Karriere im Grunde vorbei. You know, for a physician to lose a license, basically it ends their career. Ärzte, die sich öffentlich für einen anderen Weg stark machten und andere Theorien zu dem Fall hatten, wurden verteufelt. Sie kamen aus New York und sagten, was wir hier erleben, ist nicht normal. Und dann wurden sie zensiert und ihre Videos wurden gelöscht. Und einfach so. Uns fehlen so viele Informationen. Wie kann jemand so überheblich sein, zu sagen, was diese Person behauptet, ist einfach falsch, das sind Falschinformationen. Nur ein einziges Mitglied des Kongresses hat wieder und wieder das Thema Impfschäden aufgegriffen. Senator Ron Johnson leitete zahlreiche Roundtable-Diskussionen, an denen führende Ärzte, Wissenschaftler und Patienten teilgenommen haben. Er wurde deswegen wiederholt als Gegner der Wissenschaft kritisiert, bietet aber weiterhin eine der wenigen Plattformen für offenen Meinungsaustausch auf einer derartigen Ebene. Die Menschen haben Angst, ihre Meinung zu äußern, denn sie sehen ja, was geschieht. Man sollte keine Angst haben, den Mund aufzumachen. Wir sind doch in Amerika, wo man angeblich die Meinungsfreiheit in Ehren hält. Steve Kirsch steckt nun all seine Zeit und Ressourcen in die Vaccine Safety Research Foundation. Er hat die Organisation gegründet, um sich mit dem Thema Impfschäden zu befassen. Die Wahrheit sollte niemals zensiert werden. Und dennoch eilt niemand der Wahrheit zu Hilfe. Nicht nur Ärzte werden mundtot gemacht und verteufelt. Haben auch Sie persönlich Zensur erfahren, als Sie versucht haben, Ihre Geschichte zu erzählen oder über das Thema Impfschäden zu sprechen? Falls ja, heben Sie bitte die Hand.
Es ist wirklich traurig, dass wir in Codes sprechen müssen. Aber auf sozialen Medien bleibt uns keine andere Wahl. Wir nutzen Abkürzungen. Wir können bestimmte Begriffe nicht verwenden. Wir mussten uns also einen Weg zurechtlegen, wie wir uns über die realen Verletzungen austauschen können, die wir erlitten haben. Denn offen darüber reden dürfen wir nicht. Die Menschen verschließen die Augen. Wenn wir unsere Geschichte erzählen, sind sie sogar Menschen, die wir kennen. Familie. Schlimmer war es noch, als ich wieder in die Schule kam und Leute, mit denen ich befreundet war, mich gefragt haben, du hast nur so getan für die sozialen Medien, damit du mehr Follower bekommst, damit du ein Influencer wirst, oder? Und ich so, Leute, ich bin gerade 21 geworden und ihr glaubt, ich wollte meinen ganzen Sommer in einem Krankenhausbett verbringen? Was stimmt nicht mit euch? Und die so, oh, ich wollte nur sicher sein. Als ich in Post schrieb, ich sei verzweifelt, habe ich die ersten zwei Tage oder so größtenteils nur negative Rückmeldungen bekommen. Sie tut nur so, das sind Falschinformationen. Ich sollte wegen Verbreitung von Falschinformationen ins Gefängnis und ich würde mich nach Leibeskräften bemühen, andere Menschen zu töten. Weil ich Falschinformationen verbreite, würde jetzt Blut an meinen Händen kleben. Sie sagten auch, sie verdiene es zu sterben, weil sie es so wollte. Und das geschehe mir recht. Wenn ich erzähle, was meiner Tochter zugestoßen ist, heißt es, das sei Falschinformation. Wie kann das sein? Ich kenne kein anderes Opfer eines Verbrechens oder eines Szenarios, bei dem etwas im eigenen Leben schiefläuft und man nicht darüber sprechen darf. Wie oft hat man in den Nachrichten jemanden mit Impfschaden gesehen oder der starke Reaktionen hatte? Die bringen dazu nichts. I've completely lost all my friends, about 20 or so people who abandoned me entirely over this last little over a year since I got my pulmonary embolism. Leider bin ich sehr oft mit dem Krankenwagen in dieses Hospital gebracht worden. Ich habe nicht viel Erinnerung daran, außer dass es sich um Notfälle handelte. Der Ort ist ziemlich traumatisierend. Es belastet mich sehr, wenn ich hier bin. Vor allem, wenn ich als Krankenschwester und Mutter daran denke, wie krank ich war. Ich habe den ganzen Tag lang Briefe an sie geschrieben für den Fall, dass ich es nicht schaffen sollte. Ich glaubte nicht, dass ich es schaffen würde. Das war wohl bei diesem Impfschaden das Allerschlimmste. Ein kleines 12-jähriges Mädchen ohne seine Mutter zurückzulassen. Ich habe ihr einen Brief geschrieben und ich habe ihn mir seitdem nicht mehr angesehen, weil es stark traumatisierend für mich war. Aber ich versuche, mein Bestes zu geben. Meine Impfung war am 19. Januar. Der hier ist vom Valentinstag. Liebe Ella, am Valentinstag möchte ich, dass du weißt, du bist die Liebe meines Lebens. Ich habe so sehr darum gebetet, dass Dad dir diesen Brief nicht geben muss. Ich möchte, dass du weißt, wie leid es mir tut, dass du dies lesen musst. Ich hätte niemals gedacht, dass mein Körper auf diese Weise auf den Impfstoff reagieren wird. Und ich dachte, ich tue das Richtige. Ich habe so hart gekämpft, denn meine größte Angst war es, dich zu verlassen. Ich wollte dir das nicht antun und hatte gehofft, ich würde als kleine alte Dame sterben. Ich wollte dir dabei zusehen, wie du groß wirst. Und ich wollte für dich da sein, während du durch dein Leben schreitest. Das wird sehr hart für dich sein, das weiß ich. Aber du bist stark und du bist zäh. Mein Körper mag nicht hier sein, aber ich werde für immer in deinem Herzen weiterleben. Ich bin ein Teil von dir und das werde ich ewig sein. Ich möchte, dass du dein Leben lebst und alles erfährst, was das Leben zu bieten hat. In der kurzen Zeit habe ich dich sehr viel gelehrt, dass du auf ewig mitnehmen kannst. Mein bester Rat an dich, sei stets freundlich und voller Mitgefühl und Liebe von ganzem Herzen. Ich habe dich von ganzem Herzen geliebt und das ist es, was mir die meiste Freude bereitet hat. In Liebe, Mom. Es ist so schon schlimm genug für mich, aber dann noch zu wissen, wie es indirekt meine Kinder betrifft, das war hart. Ich war früher immer bei jedem einzelnen Spiel dabei, bei allen Veranstaltungen. Und nun kommen so einfache Dinge wie, hey, lasst uns nach dem Spiel noch essen gehen. Und ich muss ihnen sagen, ich glaube, wir fahren nach Hause und essen dort. Ich bin keine gemeine Mutter, aber wenn man in finanziellen Nöten steckt, muss man sich entscheiden. Hole ich diese Medikamente ab? Bezahle ich diese Rechnung? Bezahle ich ihre außerschulischen Aktivitäten? Werfe ich all mein Geld für eine Behandlung hinaus, die vielleicht funktioniert, vielleicht auch nicht, die aber meine einzige Option darstellt?
Ich habe ihnen gesagt, dass es vorbei war, dass ich sterben würde und dass uns kein Ausweg mehr bliebe, weil wir alle Tests gemacht hatten, die in den medizinischen Büchern standen. Und alle Ergebnisse waren unauffällig. Die vom Krankenhaus und die Ärzte sagten mir, kommen Sie wieder, wenn es Ihnen schlechter geht. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich Zittern. Ich konnte nicht gehen, ich spürte nichts, ich konnte meine Hände nicht schließen. Schlechter hieß, dass meine Organe versagen. Und dann war's. Ich habe buchstäblich miterlebt, wie ein menschliches Wesen das Feuer in meinem Kind gelöscht hat. Und ich als Mutter muss mir überlegen, wie ich das Feuer wieder entzünde, denn wir wissen nicht, was los ist. Ich hatte gehofft, meine Tochter das Fliegen beizubringen. Sie möchte Pilotin werden. Dazu wird es wohl niemals kommen. Es ist tragisch. Ich kann ihr zusehen, wie sie abhebt. Ich kann ihr zusehen, wie sie landet. Ich kann zusehen, wie sie bestimmte Sachen durchlebt, bei denen ich eigentlich dabei sein sollte, aber nicht dabei sein kann. Wie reagieren Sie, wenn die Leute sagen, aber es sind doch nur ganz wenige Leute, die auf den Impfstoff reagieren? Welche Menge an Kollateralschäden ist akzeptabel? Welche Zahl ist für Sie akzeptabel? Welches Leid? Sind es 10%, 5%, 10 Menschen, 100 Menschen? Wie viel Tragödie sind Sie zu akzeptieren bereit? Jeder von uns könnte ein Kollateralschaden sein. Das ist einfach so unpersönlich, aber für mich wurde es persönlich. Ich habe angefangen, noch mehr Sachen hier reinzutun. Das war Junior bei der Trauerfeier. Was ich jeden Tag durchmache. Ich wache auf und weiß, er ist nicht da. Ich komme heim von der Arbeit und weiß, er ist nicht da. Wenn ich essen gehe, esse ich nicht auf. Ich pick ein bisschen herum, dann schmeiße ich es weg. Ich habe einfach keinen Appetit. All die Bilder von mir und meinem Sohn. Wir sind immer zusammen essen gegangen. We would always go out to eat together. Meine Tochter hat das Richtige getan. Sie hat getan, was unsere Regierung, was die Behörden gewünscht haben. Und sie hat es mit all ihrer Güte und Anmut getan, um den Menschen zu helfen. Sie saß bei den Menschen, wenn diese krank waren und ihre Familie nicht kommen durfte. Die Leute glauben, es werde sich um alles gekümmert. Das ist nicht der Fall. Das meiste müssen wir selbst bezahlen und dann fängt man an, andere Spezialisten aufzusuchen, die nur privat abrechnen. Ein Eigenanteil von $50 ist keine große Sache. Heute waren es $3,000 oder $10,000. Da kommt rasch einiges zusammen. Das ist den Menschen nur schwer zu vermitteln. Es ist belastend. Meine Regierung ließ mich glauben, dass es das Richtige sei. Aber das ist es nicht. Ich bedauere es jeden Tag. Hätte ich nicht auf sie gehört, könnte ich heute noch meinen Sohn bei mir haben. Dressen hat React 19 gegründet, um die Lücken zu füllen. Die Non-Profit hilft Impfopfern dabei, sich zu finden. Sie sammelt Gelder für kostspielige Behandlungen und fordert von den Behörden Unterstützung ein. Innerhalb von gerade einmal 12 Monaten haben wir allein hier in den Vereinigten Staaten über 21.000 Covid-Impfopfer versammelt. Unsere globalen Partnerschaften erstrecken sich über fast 2 Dutzend unterschiedliche Länder und da sprechen wir über weltweit 40.000 bis 50.000 Covid-Impfopfer. Nachdem sie sich begeistert für die Studien in den USA meldete, erlitt die Vorschullehrerin und Mutter eine schwere neurologische Reaktion auf die Impfung mit AstraZeneca. In den folgenden Monaten ging es mir schlechter und schlechter. Ich kämpfte um mein Leben. Mein Ehemann rief wiederholt das Pharmaunternehmen an und bat um Hilfe, bettelte um Hilfe. Aber unsere Bitten um Hilfe blieben unerhört. Schließlich hatte sie doch Glück. Die Gesundheitsbehörde NIH flog sie und 22 weitere Impfopfer ein, damit sie an einer kleinen Studie teilnehmen. Nun änderte sich alles.
Sie wissen, wie es zu behandeln ist. Wie behandeln Sie? Mir und anderen haben sie gesagt, es käme darauf an, früh zu intervenieren. Und bei einer immunvermittelten Krankheit, wie eben einer Impfreaktion, sei es am wichtigsten, das Immunsystem zu beruhigen und den Angriff im Körper aufzuhalten. Sie wissen also, was dort vor sich geht. Sie wissen, wie man es behandelt. Sie wissen, dass frühes Intervenieren entscheidend ist und dennoch geht es nicht an die Öffentlichkeit. Dennoch macht man daraus kein Programm für die Menschen, die betroffen sind? Korrekt. Und es ist nicht so, als wüssten sie es nicht. Man hat uns extra dorthin geflogen. Wir waren persönlich dort. Wir waren in hochmodernen Einrichtungen. Sie haben uns den allerneuesten Tests unterzogen. Sie wissen bis ins kleinste Detail, was da vor sich geht. Sie wissen von den Mikrogerinnseln. Sie wissen vom Kollaps des Nervensystems. Sie wissen von der Small Fiber Neuropathie. Sie wissen von den kognitiven Problemen. All das kennen Sie. Insofern erstaunt es mich, dass ich die goldene Eintrittskarte bekommen konnte, zur NIH zur Untersuchung durfte und Sie meine Erholung schlicht in eine völlig neue Richtung lenkten. Während Zehntausenden Amerikanern im ganzen Land dieselbe Behandlung nicht zuteil wurde. Denselben Luxus, sollte man wohl eher sagen. Denn all die anderen Amerikaner, die sich meldeten und sich impfen ließen, kamen nicht in den Genuss dieser wichtigen und selbstverständlichen Behandlung. In dem Wissen, dass es Hilfe gibt, wandte sich Dressen weiter an die Gesundheitsbehörden, damit auch andere Hilfe bekämen. Peter Marks leitete die biologische Abteilung der FDA. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt 7-8 Treffen mit ihm gehabt, mehr als 300 E-Mails mit ihm und seinem Team gewechselt. Und sie erklären uns, dass sie diese Sicherheitssignale einfach nicht finden. Sie können sie schlicht nicht finden. Alle neuen Medikamente werden auf potenzielle Probleme hin überwacht. Sicherheitssignale sind kein Beweis für ein Problem, sie dienen vielmehr als Warnflaggen, die den Gesundheitsbehörden anzeigen, dass sie etwas untersuchen müssen. Damit wir eine öffentliche Erklärung abgeben können, müssen wir die entsprechenden Daten in unserer Datenbank haben. Wir suchen nach schweren neurologischen Problemen. Für uns stellt sich die Frage, was hängt mit Impfstoffen zusammen und was nicht. Diese Unterscheidung ist häufig nur sehr schwer zu treffen. Es gibt kein klares Signal für die von Ihnen beschriebenen speziellen neurologischen Ereignisse. Das soll nicht heißen, dass es sie nicht gibt, sondern nur, dass wir kein Signal haben. Ich erinnere mich, wie die Pressemitteilungen zu Myokarditis kamen, zu den 6 Fällen. In einer Pressemitteilung hieß es, hey, nur damit ihr es wisst, wir glauben, das könnte ein Signal sein. Wir sehen uns das an. Was ich versuche zu verstehen, ist, warum wir trotz all den Fällen und all den Daten und den engen zeitlichen Zusammenhängen keine solche Pressemitteilung sehen, in der es um ein mögliches Post-Vax-Syndrom geht. Wir bemühen uns sehr darum, Sicherheitssignale zu verstehen und sie zu nutzen. Zach Stieber von Epoch Times bekam im Rahmen eines Antrags, der sich auf das Gesetz für Informationsfreiheit beruft, Zugang zu Unterlagen. Darin ging es um eine umfassende Bewertung der VIRS-Signale durch die Gesundheitsbehörde CDC. Und sie stießen in VIRS auf mehr als 700 Sicherheitssignale. Der Staat fand über 700 Sicherheitssignale und 500 davon waren stärker als Myokarditis. Der Impfstoff ist einen Monat auf den Markt und wir haben Unterlagen, die zeigen, dass die Leiter der NIH und der FDA Bescheid wissen über Opfer im Rahmen der Covid-Impfung. Wir haben E-Mail-Schriftwechsel, den die Leiter dieser Behörden bereits im Februar und März 2021 mit verletzten Personen führten und in denen sie einräumen, dass sie speziell in diesen Behörden wiederholt Berichte über neurologische Verletzungen erhalten. Sie baten uns, das nicht zu veröffentlichen und nicht zur Presse zu gehen, während sie versuchten herauszufinden, was da vor sich ging. Sie versprachen uns, die Öffentlichkeit zu informieren. Haben Sie das getan? Haben Sie nicht. In den 3 Wochen seit Winterbeginn hatten wir 3 Selbstmorde. Es wird also noch schlimmer werden.
Wir bemühen uns, diesen Menschen irgendwie Hoffnung zu machen. Ich habe ihnen vor 3-4 Wochen einen Abschiedsbrief zukommen lassen, auf den sie nicht reagiert haben. Der Mann, er ist tot. Theirs war nicht das einzige Warnsystem, das Sicherheitssignale produziert, denen man hätte nachgehen sollen. Tatsächlich gab es mehrere. Gemein ist ihnen, dass die amerikanischen Gesundheitsbehörden die Daten vor der Öffentlichkeit geheim halten wollten. Die App V-Safe der CDC beispielsweise sollte dazu dienen, in großem Stil Gesundheitsinformationen nach einer Impfung abzufragen. Das verlief sehr wirksam. Innerhalb weniger Monate hatten sich mehr als 10 Millionen Amerikaner angemeldet. Die Organisation ICANN fragte die CDC nach den V-Safe-Daten. Aaron Series, der Rechtsbeistand von ICANN. Was the CDC transparent about this information? No. It took us a year and a half of legal battles to get it, 2 lawsuits in federal court, only before they had no other choice did they finally reveal it. Here it is. About a 7.7% of people in V-Safe reported needing medical care. 7.7%, that is 1 in 13 people. Most 25% of those people needed emergency room care or were hospitalized, and another 48% sought urgent care. Die umfassendste Datenbank ist die der amerikanischen Streitkräfte. Darin wird jeder einzelne Arztbesuch erfasst, den ein Angehöriger der Streitkräfte macht. Die Defense Medical Epidemiology Database ist die rote Flagge, das Alarmsignal. Sie ist das Frühwarnsystem und sagt uns Ärzten, hey Docs, wir beobachten viel von XYZ. In diesem Fall wären das Impfschäden. Am 24. Januar präsentierte Thomas Renz bei Senator Johnson unsere DMED-Daten. Wir haben 3 Whistleblower, die mir erlaubt haben, ihren Namen öffentlich zu machen. Lieutenant Colonel Dr. Theresa Long, Dr. Samuel Sigolov und Lieutenant Colonel Dr. Peter Chambers. Alle 3 haben mir diese Daten gegeben. Ich habe Erklärungen von allen 3. Diese Daten stehen unter Strafe bei Einbruch. Wir beabsichtigen, sie vor Gericht einzureichen. Wir haben umfassende Datensätze, die beispielsweise zeigen, dass wir einen Anstieg der Fehlgeburten um nahezu 300% gegenüber dem 5-Jahres-Durchschnitt beobachten. Wir sahen eine Zunahme von fast 300% gegenüber dem 5-Jahres-Durchschnitt bei Krebserkrankungen. Wir sahen, und das ist verblüffend, neurologische Probleme. Wir sprechen über Probleme, die sich auf unsere Piloten auswirken, und sie nahmen um mehr als 1000% zu. Mehr als 1000. Nach der Anhörung erklärte das Verteidigungsministerium, die Datenbank sei fehlerhaft. Sie nahm DMED offline, um das Problem zu beseitigen. Als sie wieder online ging, waren die Ausgangswerte höher. Was sie getan haben, sie haben nicht diesen Wert gesenkt, sondern alle der vorangegangenen Jahre erhöht. Nun wirkte es, als habe es keine Veränderung gegeben. Aber ich würde fragen, Sie behaupten also, unsere Streitkräfte waren so stark geschwächt? Wer versagt da gleich zu Beginn, wenn all diese Kranken kommen? Wer versagt? So krank sind wir nämlich nicht. Ich war ein Befürworter der Operation Warp Speed. Ich fand das ziemlich brillant, wie sie alle finanziellen Hürden wegräumten, die einer raschen Entwicklung im Weg standen. Aber noch einmal, ich wusste nichts von all den Tests, all den Studien zur Impfstoffsicherheit, die nicht durchgeführt wurden. Ich glaube, wie die meisten Amerikaner hatte ich Vertrauen in die Bundesgesundheitsbehörden. Ich bin kein großer Freund der Bundesregierung, aber mir ist klar, dass es Dinge gibt, die die Bundesregierung erledigen muss. Und wir wollen eine nationale Aufsicht wie die FDA, die dafür sorgt, dass unsere Lebensmittel und Medikamente sicher sind. Und wir wollen eine Gesundheitsbehörde wie die CDC, die Informationen über Gesundheitsentwicklungen sammelt und transparent und ehrlich veröffentlicht. Und wir hofften, wir nahmen an, dass es sich um ehrliche Leute handelt. Sie sagten all die richtigen Sachen. Sie veranstalteten eine über 8 Stunden lange Videokonferenz, bevor sie die Notfallerlaubnis für die Impfstoffe gaben, und sie erklärten beispielsweise, dass sie VAERS zur Überwachung der Sicherheit nutzen würden. Sie sagten, sie werden es unheimlich ernst nehmen. Selbst wenn man wegen einer Reaktion auf den Impfstoff nur einige Tage nicht zur Arbeit gehen kann, werde jemand von der CDC anrufen, um herauszufinden, was los ist. Pfizer hat, wie es das Gesetz vorschreibt, die ersten 90 Tage nach der Einführung des Impfstoffs unerwünschte Nebenwirkungen gesammelt. Das Unternehmen hat mehr als 42.000 Fälle dokumentiert. Diese Daten hat der Konzern jedoch nicht öffentlich gemacht, bis er dazu gezwungen war. In Texas has ruled that the FDA cannot take 75 years to release data about the COVID-19 vaccine, saying they got to make that info public in about 8 months. Public health and medical professionals for transparency said the data can and should be released quickly.
because it only took the FDA about 4 months to review that data before granting full approval for the Pfizer vaccine. Aus den Daten, die Pfizer in den ersten 90 Tagen gemeldet worden, wissen wir, und wir haben das schwarz auf weiß, es wurde von FDA und Pfizer freigegeben. Demnach gab es 1.124 Todesfälle, die direkt mit dem Impfstoff zusammenhängen, und über 42.000 unerwünschte Nebenwirkungen, viele davon schwerwiegend. Ausgehend von ihren eigenen Daten hätte Pfizer am 1. Februar 2021 vom Markt genommen werden müssen. Das stellt niemand in Frage. Niemand sagt, diese Todesfälle habe es nicht gegeben. Tatsächlich hat Pfizer das so dokumentiert. Also führten sie die Erkrankungen in Verbindung mit den unerwünschten Nebenwirkungen auf. Das geht über 8 Seiten so. 8 Seiten lang Krankheiten, die direkt mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht werden. Warum sollte die FDA zum Gericht gehen und den Richter um 75 Jahre Zeit für die Veröffentlichung der Daten bitten? So groß sind die Interessenkonflikte von so beispielloser Größe. Wir sprechen hier wirklich von einem Produkt, das dafür ausgelegt war, schlagartig Milliarden Menschen rund um den Globus zur Verfügung zu stehen. Wenn man sich das überlegt, ist es denkbar, dass sie einige Daten manipuliert oder unterdrückt haben, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollten? Es ist hilfreich, über Anreize nachzudenken. Die Gefahr kostspieliger Rechtsstreitigkeiten stellt für Unternehmen einen Anreiz dar, dafür zu sorgen, dass seine Produkte sicher sind. Bei Impfstoffen fällt dieser Anreiz weg. Seit 1986 genießen Impfstoffhersteller Pauschalimmunität. Egal, was einem Menschen nach der Impfung zustößt, der Hersteller kann deswegen nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Ich bin der Meinung, wir sollten die pauschale Immunität, die wir den Impfstoffherstellern gewähren, noch einmal auf den Prüfstand stellen. All die Hersteller und Regulierer können im Grunde sämtliche Vorsicht vernachlässigen und das ausgerechnet in einer Situation, in der man die Vorsicht nicht vernachlässigen sollte. Der New Yorker Anwalt Robert Krakow ist seit 20 Jahren auf die Rechtsprechung bei Impfschäden spezialisiert. Das ist die Politik der US-Regierung. Menschen werden durch Impfungen verletzt, wir wissen das, und sie sollten entschädigt werden. Aber das Programm ist derart ungenügend. Dass es praktisch keine Hoffnung auf Gerechtigkeit gibt. Das speziell für Notfallimpfungen gedachte Programm heißt CICP, Countermeasures Injury Compensation Program. Dieses Programm ist völlig ungenügend. Es gibt keine Regelung für Anwälte, es gibt kein gerichtliches Verfahren, es ist völlig verwirrend, es gibt keinen Konsens, wie die Standards aussehen, nachdem jemand kompensiert wird oder eben nicht. Es gibt eine sehr kurze Verjährungsfrist von 1 Jahr. Nach dem Datum der Impfung. Natürlich. Geben Sie mir ein wenig Zeit, ich melde mich bei Ihnen. Gern geschehen. Das war ein Beispiel für so ein Telefonat. Sein Sohn hatte einen Schlaganfall. Kann nicht sprechen. Und er glaubt, es könnte von der Covid-Impfung kommen. Wahrscheinlich ist das länger als 1 Jahr her. Und ich werde ihm die schlechten Nachrichten überbringen müssen. Aber das mache ich. Eine Verjährungsfrist von 1 Jahr ist absurd. Bleibt es bei 1 Jahr, bin ich sehr besorgt, dass viele dieser Menschen, die jetzt mit chronischen Erkrankungen auftauchen, keine Gelegenheit erhalten, einen Antrag auf Entschädigung zu stellen. Sie zehren ihre Rücklagen fürs Alter auf. Einige verkaufen sogar ihr Haus. So geht das nicht. Ich schätze, es wird in den nächsten 10 Jahren mindestens $1 bis 2 Billionen an Entschädigungen kosten. Medicaid und Medicare werden für einen Großteil davon aufkommen, denn diese Menschen sind Invaliden und sie werden Invaliditätsrente und Sozialhilfe beantragen. Schon bald werden viele Dominosteine umkippen, wenn wir unser Entschädigungsprogramm nicht auf Stand bringen. Ich glaube, viele Menschen wissen auch gar nicht, dass sie einen Impfschaden haben. Es gibt eine Möglichkeit, die Arzneimittelhersteller wegen dieser Impfstoffe zu verklagen. Und genau das macht Brooke Jackson. Den Unternehmen muss absichtliches Fehlverhalten nachgewiesen werden. Jackson hat im Rahmen des Federal False Claims Act Klage eingereicht, einem Gesetz, das es Privatbürgern erlaubt, im Namen des Staats zu klagen, sollten sie den Verdacht haben, dass eine Person oder ein Unternehmen den Staat betrogen hat.
Ich konnte Klage gegen Pfizer und gegen Ventavir wegen fehlerhafter Kennzeichnung ihres Produkts einreichen. Weil ich bei Ventavir angestellt war und alles, worüber wir gesprochen haben, dokumentierte, war es mir möglich, diese Klage im Namen der Regierung der Vereinigten Staaten und meiner Mitbürger einzureichen. Pfizer erklärt, dass die FDA und das Verteidigungsministerium all das gewusst hätten. Sie hätten von allen Problemen rund um die Studien gewusst und trotzdem die Zahlung nicht eingestellt. Und wir sagen, nein. Wir behaupten, sie haben betrügerisch gehandelt, damit diese Zahlungen fließen. Gehen wir in der Zeitleiste zurück und nehmen diese schlechten Daten und diese schlechte Analyse aus der Gleichung, dann hätte kein objektiver FDA-Kommissar Ihnen jemals diese Notfallzulassung erteilt. Ich sehe das als einen ernsten Kampf, bei dem es darum geht, den Zusammenbruch der bürokratischen Strukturen zu korrigieren. Sie sollten uns schützen, haben es aber nicht getan. Zu den wichtigsten Dingen, die die Covid-Impfopfer benötigen, zählt Bestätigung. Alles beginnt mit Bestätigung. Solange die Menschen nicht erkennen, dass wir es hier mit einem Problem zu tun haben, wird man sich nicht damit befassen können. Können sie es nicht sehen, wissen sie auch nicht, dass etwas getan werden muss. Sie sind unsichtbar. Es laufen Menschen herum, die im Kopf rund um die Uhr Schreie hören. Und hätten sie gedacht, dass es sich dabei um die Person handelt, die gerade an ihnen vorbeigegangen ist? Diese Person ist gefangen in einer unglaublichen Hölle und das an jedem einzelnen Tag ihres Lebens. Wir brauchen eine umfassende Neugestaltung dieser Behörden. Wir müssen ihnen wieder aufzeigen, was eigentlich ihre Aufgabe wäre. Der FDA sollte es um die Sicherheit gehen und der CDC sollte es darum gehen, zutreffende Informationen zu sammeln und zu verbreiten. We can never have the FDA. Es darf nie so sein, dass die FDA und CDC die klinische Verwaltung eines solchen Programms fördern. Die Rolle der FDA ist Absicherung als Aufsicht für Medikamentensicherheit. In diesem Fall ist die FDA der Sponsor. Sie sind auf gewisse Weise diejenigen, die allen die Nadel in den Arm stechen. Sie können nicht fair die öffentliche Gesundheit überwachen und schützen, wenn sie ein Programm fördern. Wie kann man da untätig bleiben? Wie kann man einfach sagen, wissen Sie, ich weiß nicht, was das ist und wir können Sie nicht behandeln? Das ist doch unmenschlich. Das ist einfach grausam. Mich hat ein Mädchen angemeldet und gesagt, sie habe wegen etwas anderem ähnliche Symptome und sie habe einen Arzt in L.A., der ihr helfen konnte. Sie sagte, sie stelle den Kontakt für mich her. Und er war sofort so, legen wir los. Freitag waren wir in seiner Praxis. Wir waren die Einzigen in seiner Praxis. Es war sein Geburtstag, aber er war da, um sie zu sehen. Und wenn einem niemand zuhört, wenn man nicht gehört wird oder zum Schweigen gebracht wird, fühlt man sich, als ob man es lauthals von den Dächern ruft. Und die Menschen stehen da und sehen dich. Aber sie schauen direkt durch dich durch. Und diese Person, nach 2 Minuten war es, als ob nur noch wir auf der Welt existierten und uns gegenseitig zuhörten. Und dann schien es, als ob ihm ein Licht aufgegangen sei und er so, ich verstehe, vertrauen Sie mir? Ich wusste nicht, warum, aber das tat ich, voll und ganz. Und das war einer der verrücktesten Wendepunkte, eines der verrücktesten Gefühle. Denn wir hatten Monate und Monate erleben müssen, dass uns niemand glaubte. Er begann mit der IV-Therapie und innerhalb einer Stunde alles anders. Nach einigen Stunden konnte ich gehen, meine Fäuste schließen. Der erste neongelbe Beutel ersetzte vieles von dem, was ihr Körper im Verlauf der vergangenen Monate verloren hatte. Glutathion, Magnesium, viele Aminosäuren, Peptide, so viele Dinge, an denen es in ihrem Körper schlicht mangelte. Ich denke, es ist wichtig zu erwähnen, dass er ein naturheilkundlicher Arzt ist, funktionelle Medizin, ganz anders als jeder andere Arzt, mit dem wir gearbeitet hatten. Es war nichts, worüber ich mir vorher wirklich Gedanken gemacht hatte. Ich wusste nichts darüber. Es hat mein ganzes Leben ganz klar zum Besseren gewendet, ja. Machen Sie sich Sorgen wegen der langfristigen Folgen? Ich glaube, meine größte Sorge ist die um meine Fortpflanzungsfähigkeit. Ich möchte mich damit nicht näher befassen, denn ich habe Angst. Aber ich weiß, dass ich das überprüfen lassen sollte.
Ich habe weiterhin viele kognitive und Verständnisprobleme. Ich habe weiterhin Zuckungen. Meine rechte Seite ist weiterhin taub. Und ich weiß nicht, ob das weggehen wird. Unter den Verletzten zähle ich zu den Glückspilzen. Die besten Ärzte, die besten Teams haben sich um mich gekümmert. Es waren Menschen, mit denen ich gearbeitet hatte. Sie kannten mich also sehr gut. Und sie wussten, dass es mit der Impfung zusammenhängt. Weil ich Krankenschwester bin und es so unmittelbar geschah, gaben sie alles, um mich am Leben zu erhalten. Es gab viel Auf und Ab. Ich habe experimentelle Medikamente, IV-Lösungen, intermittierendes Fasten ausprobiert. Ich habe so viele unterschiedliche Dinge gemacht, dass ich nicht die eine Sache hervorheben kann. Das ist eine Auswahl von Präparaten, die ich genommen habe. Ich habe so viel für die Heilung getan und ich denke, es geht mir 99% besser. Wenn man als jemand mit Impfschaden auf Mitmenschen stößt, die dasselbe durchmachen, ist das wie eine Rettungsleine. In seltenen Fällen können sich Betroffene, die über Internet eine enge Verbindung aufgebaut haben, auch persönlich treffen. Menschen versuchen, sich gegenseitig zu helfen. Ich habe auch versucht, anderen zu helfen. Dank meiner medizinischen Erfahrung kann ich zumindest anhand ihrer Symptome sagen, was sie fragen und welche Tests sie machen sollen, auch wenn ihre Ärzte nicht daran glauben. Wir helfen uns gegenseitig mehr als die Mediziner. Ich bin heute ein völlig anderer Mensch als vor anderthalb Jahren. Obwohl es eine furchtbare Sache ist, die man da durchmachen musste, glaube ich, es war mir vorbestimmt. Indem ich meine Geschichte teilte, konnten meine Mutter und ich eine Plattform aufbauen und tausenden Menschen helfen, sei es in meinen Selbsthilfegruppen oder indem ich Menschen davon abbrachte, Selbstmord zu begehen. Man lernt, andere zu unterstützen und dass man so viel mehr als nur man selbst sein kann. Ich glaube, ich bin jemand geworden, auf den ich stolz sein kann. Du beginnst, dir mehr Wertschätzung entgegenzubringen. Und du weißt, dass du den morgigen Tag schaffen wirst, egal was er bringen mag. Denn du hast bereits so viel weggesteckt. Ich glaube sehr fest daran, dass wir manchmal getestet werden, dass wir manchmal auf die Probe gestellt werden. Ich glaube, dass das Böse existiert. Und ich glaube, dass wir manchmal das Gute in den Dingen entdecken müssen. Und dass wir manchmal aus schlimmen Dingen Gutes erzeugen können. Ich war immer fest davon überzeugt, dass es ihr besser gehen würde. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauern würde. Aber ich vertraute auf Gott und viele Dinge gehen auf Gottes Wirken zurück. Und ich glaube, er macht das, um uns in bessere Menschen zu verwandeln. Nichts wird Maddie aufhalten können. Das Ganze hat mir auch gezeigt, wie widerstandsfähig sie ist, wie wandlungsfähig sie ist. Die wirft nichts um. Sie ist stark. Maddie ist super stark. Ich weiß nicht, wie sie das macht. Mein Ziel ist es jetzt, der bestmögliche Dad zu sein, der bestmögliche Ehemann zu sein und die mir gegebene Stimme dafür zu nutzen, die Botschaft unter die Menschen zu bringen. Ich will die Menschen wenigstens dazu bringen, das, was man ihnen erzählt hat, zu hinterfragen. We're finding each other and we're coming together and we're being seen. I suffer daily with my injuries, but I'm honestly grateful that this has happened because I will never take anything for granted again. I just want to be a voice for the voiceless, share my story in hopes of getting support for myself or to help other people. And for those out there having the same symptoms, I'm still fighting for them and for me. Ich muss meinen Sohn ehren, dachte ich. Denn er darf nicht umsonst gestorben sein. Deshalb habe ich begonnen zu kämpfen, um Aufmerksamkeit zu wecken. Mir bleibt jetzt nur noch eines. Ich kann versuchen, anderen zu helfen. Ich möchte nicht, dass irgendeine andere Familie das durchmacht, was ich durchmache. So for words of encouragement, I firmly believe we are frontline injured for a reason.
We are the ones who had to battle through and find our way to find the modalities that work for recovery, to find the medications that are helping us and helping others. So in all of the darkness that we've endured, we will bring light into somebody else's life. Everybody, we are united in this and we'll get through this. Die Gemeinschaft der Impfopfer ist eine unglaubliche Gemeinschaft. Und dabei ist es völlig egal, wie unsere politischen Ansichten sind, ob wir liberal oder konservativ sind. Man geht dorthin und sagt, mein Leben ist ruiniert, ich bin krank, ich sterbe, ich brauche Hilfe. Und es ist unglaublich zu sehen, wer dich umgibt und wer dich trägt. Und all diejenigen, die die Verletzungen sehen und uns unterstützen und uns beistehen. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie hier sind. Aus tiefstem Herzen. Es bedeutet mir mehr, als Sie sich vorstellen können. Wir haben die klügsten Köpfe versammelt, damit Sie uns auf diesen Weg zur Heilung führen und dazu bringen, diesen Menschen zu helfen. Inzwischen wissen wir, dass wir die Dinge selbst in die Hand nehmen müssen. Wir werden etwas Besseres aufbauen und ich glaube, das ist der erste Schritt bei unserer Mission. Wir müssen Ärzten das volle Ausmaß der Impfschäden vermitteln und ihnen Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen. Dieses Thema wächst sich zu einer Katastrophe aus und wir müssen die Wahrheit verbreiten, damit mehr Menschen, damit unsere Mitmenschen wissen, was vor sich geht. Thank you.
done for great things still. It's gonna be something big. The other day, we had a conversation. And I said to her, wouldn't it be funny if this was the best thing that ever happened to me? Maybe. And that was the answer back. Wouldn't it be funny? Like all this... We are going to move mountains. This is not... Massive mountains. Just the beginning. This is just the beginning.